Ja, wir sind hier alarmiert worden zu einem angeblichen Böschungsbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass ein circa 20 mal 30 Meter und 3 Meter hohe Reifenstapel im Vollbrand stand. Daraufhin wurden weitere Kräfte über Sirene alarmiert. Wir sind circa mit 120 Einsatzkräften hier tätig, von drei verschiedenen Feuerwehren. Einmal von der BF Essen, die uns mit Schaumittel versorgen. Dann von der Feuerwehr Mettmann aus dem Kreis, die ein Löschfahrzeug zur Verfügung stellen. Und hier aus dem Stadtteil Felbert. Die Löscharbeiten sind derzeit schwer, weil die Wasserversorgung ziemlich schwer hier ranzuführen ist. Wir haben von verschiedenen Möglichkeiten, dem Wasser zuzuführen. Die Zugänglichkeit von einem Abschnitt ist über eine Baustelle. Ein weiteres Problem ist eine Gasleitung, die unterhalb der Brandstelle 2 Meter tief, eine Überlandleitung, die auch von der Stadtwerke als nicht gefährlich eingeschätzt worden ist. Das sind alles so behindernde Dinge, die den Einsatzablauf etwas erschweren. Wir haben durch die Medien, sprich Radio, halbstündige Durchsagen für die Bevölkerung in unserer Stadt, eben Fenster und Türen zu schließen. Des Weiteren ist das Landesumweltamt alarmiert, was in Kürze hier eintreffen wird und Messungen durchführt. Aus Erfahrung heraus werden wir wahrscheinlich bis in den frühen Morgenstunden hier noch tätig sein.